Im Tiefen von Zone 0 geht es noch tiefer hinein, denn hier soll sich irgendwo das legendäre Pokémon Terrapagos befinden. Doch um an es ranzukommen, müssen wir diese Kristalle hier zerstören. Wie machen wir das? Indem wir gegen diese Pokémon kämpfen, die glitzern. Die haben nämlich einen neuen Pokémon-Typen, und zwar nennt sich der Stella. Das ist mehr oder weniger alle Pokémon-Typen auf einmal. Oder irgendwie so in der Art. Ich glaube, das wird noch mal ein bisschen besser erklärt gleich. Ich bin mir noch nicht sicher. Wir haben hier ein Gaunt, was hier gegen uns kämpfen möchte und das gleich mal demonstrieren wird. Habe ich recht, Kumpel? Ja. Also statt einer Terra-Kristallisierung hat das alle Typen und einen süßen kleinen Terrapagos auf dem Kopf. Genau. So, aber Kumpel, du verschwörst uns den Weg, deshalb musst du down gehen. Falls ich nicht zuerst down gehe, okay, okay, gut. Na gut. So einen Grund habe ich gerade gedacht, das wäre ein bisschen mehr effektiv. Nee, egal. Das hat nicht gereicht? Wow, bin ich underleveled mit Super. Wenn mich das jetzt nicht killt. Doch, okay. Irgendwie war das klar. Aber hey, diese Kämpfe sind ja wie gesagt nicht dafür da, um wirklich große, artige, kranke, heftige Kämpfe zu sein. Die hatten wir nämlich schon in den letzten paar Folgen. Diese Kämpfe sind ja nur dazu da, um ein bisschen die Geschwindigkeit rauszunehmen. Das Story. Achso. Das Ding verwandelt sich ja zurück. Deshalb konnte ich es nicht killen. Ja, die Pokémon, die einen Stella-Typen haben, die kann man nicht sofort besiegen. Den muss man erstmal auf einen bestimmten KP-Wert legen und dann erst kann man die besiegen. Keine Ahnung, warum es so ist. Es ist auf jeden Fall so. Und das Ding ist jetzt down. Mit einem coolen Zerdribblen. Wunderbar. So, ich muss glaube ich nach oben, oder? Ah nee, wir waren da. Genau, und unsere Kollegen hier sind auch alle dabei. Du bist dran, Joe. Ruf Maike her. Ihr wär's bestimmt lieber, wenn du... Jetzt mach schon! Na gut. Da geht der jetzt schwimmen, oder? Nee, er schreit einfach nur. Hey, wir können gehen! Weitergehen! Ja, das ist doch gut. Aber ich sollte erstmal mein Pokémon heilen. Weil ich nicht weiß, ob die das gleich für mich machen. Deshalb mache ich es einfach mal schnell fix selber. Blöpp. Reicht aus fürs Erste. Und auf geht's! Ja, es kann gut sein, dass hier und da noch ein paar TMs oder generell Items überall rumliegen. Das kann sein. Ich suche jetzt nicht nach allem. Ich sag euch nur Bescheid, dass hier was sein könnte. Wenn ich im Reis renne, sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts. Vielleicht klettert man nach oben und findet da was noch. Aber so wichtig ist mir das jetzt nicht. Wichtiger ist, das legendäre Pokémon Terrapagos zu finden. Denn Ogapon ist zwar ein cooles Legi, aber hat so kaum was mit der, naja, ich sag mal, mit der richtigen Story von Paldea und alles zu tun, aber Terrapagos? Das schon viel eher. Das ist aus, als würdest du was loswerden wollen. Joe, raus damit! Nee, ist schon gut. Ich dachte nur, dass wir uns die ganze Zeit auf Maike verlassen und... Egal, wir müssen weiter. Würde er doch nur mal ehrlich sein. Weltstrahlende Fürsorge. Nur damit du es weißt, wenn du weg bist, warten wir nicht tatenlos auf dich und drehen Däumchen. Auch wir bekämpfen hier wilde Pokémon. Mein Team und ich sind bald völlig ausgepowert. Nur Vater Litscher ist noch fit, also hilf uns gefälligst, falls was passiert. Kein Problem. Ich habe genügend Pokémon dabei. Würde ich mal behaupten. Oder was meint ihr, Leute? Ja, ich habe doch ein solides Team im Moment, oder? Wird es wahrscheinlich nicht mehr ändern. Höchstens der Rapagos reintun, aber ansonsten... Falls du es überhaupt fangen. Wer weiß, Joe will es ja auch fangen. Hey, mein Terra-Kristall-Orb. Ich glaube, er reagiert auf irgendwas? Stimmt, meine auch. Hier herrscht eine enorm hohe Konzentration an Terra-Kristall-Energie. Ich glaube, sie strömt aus diesem Tunnel. Heißt das, wir sind endlich am Ziel? Der Schatz von Zone 0. Hey, warte! Ich muss einfach sehen, welche Wahrheit sich im Karmesinbuch verbirgt. Spreader, nicht so schnell! Die beiden müssen echt mal den Gang runterschalten.
Ja, aber echt so. Ich gehe halt natürlich als erstes rein. Und nicht anders. Boah, sieht das cool aus. Ah, schade, Ladesequenz. Ich dachte, das können wir einfach durchlatschen. Das wäre noch cooler gewesen. Aber, ist eine coole Höhle. Und hier ist es. Oh, oh, das sieht aus wie so ein Viererkampf gegen so ein großes Crystallized Pokémon. Ich glaube, das wird es jetzt auch werden, oder? Oder? Ich meine, sieht halt genau noch sowas aus. Hey! Hört ihr das? Was ist das denn für ein seltsamer Ort? Hier herrscht plötzlich eine ganz andere Stimmung. Der Schatz, wo ist er? Schau mal, da hinten, bei den Säulen ist etwas. Wie, da ist was? Oh, ein Kristall. Ein Edelstein. Ein Rubin aus Zelda. Dieser Stein. Dieser Stein soll der Schatz sein? Lass mich das prüfen. Einen Moment. Wenn ich an den Schatz von Zone 0 komme, bin ich endlich mal einer Sache voraus, Maike. Fängst du echt schon wieder damit an, Joe? Halt dich da raus, Hannah. Ich bin neidisch auf dich, Maike. Deine Pokémon sind so stark. Du kannst gehen, wo du willst. Jeder will mit dir befreundet sein. Selbst Ogabon, da ist sie schon lang vor dir mochte, hat sich für dich entschieden. Aber du hast dich doch auch super geschlagen, Joe. Selbst du, Anna. Am Anfang warst du total gemein. Oh nee, sagt er. Sorry. Am Anfang warst du total gemein zu ihr und dann wart ihr plötzlich die besten Freunde? Naja, also. Und ich hab nichts. Meine ganzen Bemühungen, alles umsonst. Ich konnte trotzdem nicht mithalten. Wie, du hast nichts? Du hast 6 starke Pokémon, entspann dich mal. Mir bleibt nur noch das hier. Ja, es spricht alles dafür, dass dieser Kristall der Schatz ist. Der Schatz muss nur neu, der liegt vor unseren Augen. Los, zieh ihn auch heraus, Joe, zieh! Ja, willst du mir mithelfen? Na komm. Ja! Blöpp. Der leuchtet. Und der Boden ist auch sehr seltsam. Es besteht kein Zweifel, bei diesem Kristall handelt es sich um Terrapagos. Der Kristall ist Terrapagos? Wow! Der Rubin! Oder ist Smaragd? Er nimmt eine neue Gestalt an! Eines Pokémon! Terrapagos! Aber es sieht sehr schwach aus. Und klein. Aber irgendwie süß. Ah, ich bin der Protagonist, deshalb geht es auf mich los. Nein! Logos mir! Meisterball? Oh mein Gott, Joe hat's gefangen! Ja, Joe hat's gefangen. Krass. Einfach mit dem Meisterball. Hätte ich aber auch getan, wenn ich er gewesen wäre. Hast du gerade Terrapagos gefangen? Endlich. Bravo, Joe. Welch eine brillante Idee, einen Meisterball mitzunehmen. Du warst perfekt vorbereitet. Jetzt können wir Terrapagos jederzeit erforschen. Allerdings frage ich mich, ob wir nicht hier und jetzt schon eine Kostprobe seiner Kräfte bekommen könnten. Na dann. Du hast Miss Brenner gehört, Maike. Außerdem kann ich selbst kaum abwarten, Terrapagos in Aktion zu sehen. Lass uns los, wenn du bereit bist. Echt jetzt? Du willst noch einen Kampf? Ist das nicht sein Ernst, oder? Der will ernsthaft... Okay. Okay. Oder ist das nur gegen das Terrapagos? Ich glaube, das Gefühl, nein. Ich glaube, das Gefühl ist... 6 gegen 6 und, Gott, wir hatten doch erst vorhin einen Kampf gegen dich als Champ. Muss das wirklich sein? Mach dir auf was gefasst. Dieses Mal gewinne ich, Maike! Mit seinem Meisterball in der Hand. Nee, er schickt nur Terrapagos aus. Okay. Ist nur ein Storyfight. Los, Terrapagos! Zeig Maike, was in dir steckt! Oh, Bosskampf. Terrapagos, die indigo-blaue Scheibe, hat die Terra verwandelt als Fähigkeit. Wow! Also, man kann es jetzt nicht in der Kamera sehen. Der Blick. Aber das Ding sieht richtig cool aus. Vielleicht sieht man es gleich. Da!
Das sieht cool. Also diese Form von ihm finde ich cooler. Das also die wahre Gestalt des Schatzes? So, muss ich einfach gewinnen. Okay, ich weiß nicht, welchen Typen es ist. Ich würde vom Aussehen her vermuten, Psycho... Wasser? Terrapanzer, Funkel, versetzt die verwechselt. Wird? Sind alle Attacken nicht so effektiv gegen das Ding? Das wäre voll krank. Aber das klang gerade auf jeden Fall danach. Viel Ender! Nee, das heißt nochmal effektiv. Hm. Weird. Boah, wen tue ich da jetzt rein? Freddy könnte, glaube ich, da mit Blutmund ein bisschen mehr ausrichten als Super. Aber krass, er hat es gefangen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, du hast es. Aber vielleicht kriegen wir. Vielleicht gibt es das ja zweimal. Vielleicht ist es ja nicht so ein legendäres Pokémon, was es nur einmal gibt. Oder irgendwas wird passieren, dass wir es doch bekommen. Ich weiß es nicht. Ich habe das starke Gefühl, dass wir es trotzdem bekommen irgendwie. Und wenn es ein zweites ist. Blutmond hittet und macht ordentlichen Damage bis auf die Hälfte. Nein, das kann nicht seine ganze Kraft sein. Vielleicht stimmen die Voraussetzungen nicht. Voraussetzungen? Welche Voraussetzungen? Wovon reden sie? Stehe ich jetzt nicht so ganz. Aber na gut. Das wird mir nicht killen und wenn doch, dann ist Auchi. Okay, gut. Komm, triff, 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 bitte. Nein. Ah, dammit. Dann heile mich einmal kurz. Bei Blutmund habt ihr ja gesehen. Sehr gute Taktik gegen das Terrapagos. Okay, Aquavelle. Aber es wirkt schon so, als wäre es ein Wasser-Pokémon, wenn sie gerade Aquavelle einsetzt, oder? Oder bin es nur ich? Habe ich auf jeden Fall das Gefühl. Ach komm, bitte, jetzt triff doch. Bitte, Kumpel. Es ist so ein großen, weichen Teddybär, der nichts kann. So fühlt sich's gerade an. Und noch eine Runde drehen und noch eine Runde schlagen. Aber wie finde ich das Design von Terrapagos? Also das normale und dieses Design, dieses andere. Das normale ist ganz lustig, aber wie gesagt, ich finde das hier cooler. Das hier hat mehr Style irgendwie. I don't know. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass ich jetzt nicht mehr hitten werde. Bam! Oh! So, ein Top-Tank noch und dann Blutmond, dann ist es down. Das überlebt es nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder hat es noch irgendeinen Ass im Ärmel? Am Ende heißt es so, ja, du hast es zwar jetzt besiegt, aber es lebt doch wieder mal und jetzt hat es aber krassere Stats. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Es könnte aber passieren. Natürlich bin ich wieder verwirrt wegen der Welle. Aber bitte triff trotzdem dein Blutmord, sonst ist ärgerlich. Danke. Nimm das! Gewonnen. Oh, armes kleines Ding. Armes Ding. Warum? Mit Terrapagos, mit dem Schatz von Zone 0 hätte ich doch. Hätte er mich nicht stärker machen sollen? Hätte ich damit nicht gegen Maike gewinnen müssen? Nein. Hey, Joe, beruhig dich mal! Du. Er hat recht, irgendwas stimmt da nicht. Es hat viel zu wenig Terrakristall-Energie ausgestrahlt. Hinzu kommt, dass sein Aussehen gar nicht der Abbildung im Karmesinbuch entspricht. Also, ist Terrapagos doch nicht der Schatz von Zone 0? Doch, da bin ich mir sicher! Vielleicht muss erst eine bestimmte Bedingung erfüllt werden, damit es sich als Schatz offenbart. Hä? Aber ja! Terrapagos ist die Verkörperung der Terrakristallenergie! Joe, lass Terrapagos terrakristallisieren! Im Einklang mit der Energie des Terrakristallorbs! Ja, so wird der Schatz bestimmt seiner wahren Form erstrahlen! Alles klar. Ja, Topbeleber, zack. Und noch ein Kampf. Oder zumindest erstmal die Terra Crystallization. Wow! Oh, ich wusste es! Das Karmesinbuch hatte recht!
Therapagos in seiner vollständig erwachten Form. Das ist er, der wahre Schatz von Zone 0. Wow. Kinder, wer meint, das ist die coolste Form. So ein süßes kleines Therapagos auf dem Therapagos noch drauf. Wow, Joe, pass auf! Oh, Coraidon hat dich geschützt. Es hat Sadfish gerochen. Oh! Das ist gar nicht gut, Joe! Los, hol es wieder in sein Bein zurück! Okay, komm zurück, Therapagos! Alter, der ist kaputt gegangen, der Meisterball! Was? Es lässt ihn nicht zurückrufen? Aber wie? Boah, das kann Meisterball kaputt machen? Das Ding ist mächtig. Nicht mal die anderen Legis können das. What the hell? Und gegen das Ding muss ich jetzt kämpfen? Ah, wir kämpfen zusammen. Okay, es ist doch so ein Viererkampf gegen einen Schlüssel-Eis-Pokémon. Okay. Seine Energie gerät außer Kontrolle. Wenn das so weitergeht, wird's gefährlich. Es tut mir leid, Kinder, aber bitte haltet Therapagos auf. Joe, jetzt komm schon, wir müssen irgendwas gegen Therapagos tun. Du auch. Das kann nicht sein. Ich wollte nicht. Ist das alles meine Schuld? Nein. Eigentlich von der Miss Brianna, finde ich. Wenn ihr mich fragt. Ah, danke fürs Healing. Thank you so much. Okay, wir wissen immer noch nicht, was effektiv ist. Aber vergiften kann, nicht schaden, wenn es trifft. Wutpulver. Das kenne ich gar nicht. Sieht Aufmerksamkeit auf sich. Huh. Also ist es so wie rechte Hand oder so ähnlich? Wir versendet, Kumpel. Ich versuch's mal zu vergiften. Oh, Damage mache ich auf jeden Fall so nicht. Eine Barriere, die Schaden reduziert? Vielleicht hilft es, wenn eure Pokémon auch terrorisiert. Okay. Ich glaube aber, ich werde es bei einem anderen Pokémon tun, wo ich das Gefühl habe, mehr Damage zu machen. Andererseits war das jetzt vielleicht nicht so gut, meinen Starter rauszuholen, weil es Typ Feuer ist. Ich dachte mir nur für ein episches Finale, meinen Starter rauszuholen, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Aber Wutpulver rettet mir nochmal den Hintern. RIP! Okay, wir versuchen es mal. Crystal. Reicht nicht aus, greif doch einmal an. Okay. Okay. Dann werde ich das tun mit dem Loderlied. Steinhagel. Ah, da guck mal. Ist ausgewichen. Danke, Kumpel. Hast du gut gemacht. Auch wenn es so aussieht, jetzt muss getroffen werden. Fast down, nein. Bam! Okay, ist normal effektiv. Vielleicht doch nicht Typ Wasser. Ich habe absolut keine Ahnung. Lebenstropfen, nice. Hast du wenig? Was? Achso, ja. Jetzt! Schlag mit der Terrakristallisierung zurück! Yeah! Terrakristallisierung! Dann einen großen Flammenwurf! Komm schon, wir können es schaffen! Wie Joe guckt. Der ist so komplett verstört. Bam! Mit dem großen Kronleuchter auf dem Kopf! Jetzt mach ihn fertig! Ja, daneben! Und aber das trifft! Bam! Das hat mal ordentlich reingeschäppert. Und die Verbrennung! Geil! Lebenstropfen, das macht doch gar nichts. Gar nichts? Naja, immerhin heilt es mich auch. Also ist ganz nett, die Attacke. Ah, Verbrennung. Ich mach sogar nochmal ein Loderlied. Um mich nochmal ein bisschen zu buffen. Terra Sternhagel? Oh oh. Oh oh, nein! Stärkerer Sternschauer und das war sehr effektiv, what the hell? So, aber... Bam, deine Schutzbarriere ist kaputt. Es kann, ja, es kann heftigen Angriffen nicht mehr... Widerstand halten. Hä? Bin ich besiegt?
Nee. Was? Es hat Terra-Kristall Energie absorbiert? Es hat einfach meine Terra-Kristall Energie absorbiert und ich bin jetzt wieder ganz normales Pokémon. What the hell? Mein Vater Ninja wurde besiegt! Das darf doch nicht. Terrapagas ist viel zu stark! Das ist so stark, kann es doch nicht sein! Neues Schild? Der Typ hat sich verändert. Schon wieder diese mächtige Barriere? Hat es ihn mit Hilfe der absorbierten Energie errichtet? Ciao! Jetzt kämpft doch endlich auch mal mit! Michael schränkt sich hier ganz allein an! Ich kann nicht. Ich bin nutzlos. Ach, Kumpel. Kannst du es nicht später sagen? Jetzt ist gerade ein schlechter Zeitpunkt dafür. Okay, Ogapon. Du schaffst es. Dir vertraue ich. Gucken, ob die anderen noch was zu sagen, dass ich Ogapon in den Kampf schicke. Ne? Okay. Erdkräfte. Erdkräfte? Nö, Kumpel. Nö. Ich mache einen Schwerttanz. Und dann geht's auf die Schnute. Aber auf die, auf deinem ganz kleinen da oben da. Genau, den Trapagos da ganz oben auf seinem Hut. Auf den greife ich jetzt an. Wow! Falls ich den Angriff überhaupt noch überleben sollte, dann ja. Take this! Oh, das war gar nichts. Whoop! Guess I'll die! Yippie. RIP. Na gut. Ich kann mal Sir Driplin reinsetzen und dann Freddy heilen. Weil Blutmond sollte ja so oder so schön viel Schaden machen. Schön viel Damage machen. Deshalb heile ich mal jetzt in dieser Runde Freddy. Ich weiß gar nicht. So langsam wirkt der Kampf wirklich, als sollte man nicht gewinnen, aber doch, safe soll man den gewinnen. Joe muss halt endlich mithelfen. Da haben wir eine bessere Chance. Natürlich crittet der, ihr habt's auch gesehen. Okay, du hast es. Nein! Schneller! That's not so good! Ja. Was ist denn stark? Komm schon, Joe, jetzt hilf doch endlich mit! Yo, 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 Mann! Ha. Und Brand hat natürlich kein Pokémon, ist klar. Okay, mach einfach Blutmund, mach einfach. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Dazu überlebst du easy peasy. Die Aquavelle bricht dich schon nicht um. Oh Gott. Nicht easy peasy. Aber! Was? Das ist ja nichts! Ja, jetzt, Michael, lass den Pokémon erneut zu kristallisieren. Meinst du? Okay. Aber ich kann das nicht so miteinander einsetzen. Ich kann Erdkräfte machen. Ich kann es versuchen. Hier, Freddy! Du bist ja loreweise mehr oder weniger ein zerstärktes Pokémon, also. Komm! Zerstör dieses große Vieh! Das darf dich nicht umhauen! Überlebe es! Gut! Und jetzt? Jetzt mal mit mehr Damage? Okay, vielleicht war es gescriptet, dass man weniger Damage macht am Anfang. Ah, ich hätte mich heilen sollen, oder? ja, ich hätte mich, glaube ich, heilen sollen. Ich meine, immerhin einen Angriff durchbekommen, aber was mache ich denn? Das geht ja 20 Minuten lang so weiter, wenn ich da jetzt Beleber, der nächste, also. Weiter kommen wir hier nicht so wirklich. Ich kann es mit meinem Vater jetzt schon mal ausprobieren, aber. Wirklich viel Hoffnung habe ich da jetzt echt gesagt nicht. Wie viel brauche ich noch für Runden? 2. Okay. Nee. Machen wir, was machen wir? Spukball? Machen wir Spukball. Aber erstmal darf er wieder anfangen. Er ist schneller als ich, leider. Und vor allem macht das ja so viel Damage. Da. Take this. Okay, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, man macht nicht wirklich viel Schaden
Wenn man nicht terrakristallisiert ist gegen das Ding. Also eigentlich macht das keinen Sinn, was ich gerade mache. Eigentlich muss ich nur abwarten, bis ich meine Terrakristallisation voll habe. Bam. Ja, darauf habe ich gehofft, dass die Verbrennung reinkickt. So, ich mache einen Full Heal. Crystallizer. Und dann gibt's aufs Maul. Da gibt's aufs Maul. Das ist der Plan. I guess. Oh Mann. Und wieso macht's auf einmal mehr Damage? Was soll das jetzt? Okay, jetzt können wir endlich das hier machen. Komm. Ein Angriff muss noch überleben können. Please! Komm schon, Vater Litscher, ich vertraue dir! Vertraue euch allen! Kannst es schaffen! Ah, du musst jetzt reinhauen! Und die zweite Barriere brechen! Bevor es dich bricht! Bitte! Tu es für mich! Ah, schlechte Tasse. Oh Gott. Okay, die Verbrennung sollte eigentlich genug Damage machen, damit der Barriere von alleine bricht. Also mache ich mal einen Top-Beleber auf Freddy, dass ich mir eine Runde spare. Und hoffe, dass es mich nicht killt sofort. Wenn doch, dann ist es halt so, aber ah, cool, ich habe es überlebt. Die Verbrennung hat nächste Runde sein Schild gebrochen. Ich glaube, wenn ich einen Top-Trick auf Super setze, dann überlebe ich das doch easy, oder? Eigentlich schon. Eigentlich müsste ich das jetzt trotzdem noch easy überleben. Und die Verbrennung macht's weg. Und dann hoffentlich hat sich noch ein Schild. Und da kann ich Freddy Blutmond 2-3 Mal einsetzen oder so. Und dann vorbei. Warte, was? Warum? Ja, dann. Ja, nee. Dann nee. Da. Jetzt sieht es nicht mal so gut aus. Aber gar nicht. Aber es trifft nicht. Ich hätte es angreifen können. Aber ist nicht schlimm. Bam. Schild gebrochen. Jetzt wirklich. Ich hoffe, es hat nicht noch ein Schild oder so. Doch. Doch hat es. Es hat die Energie schon wieder absorbiert. Das kann doch nicht immer so weitergehen. Das denke ich mir auch. Ciao, mein Geschick in der Klemme, komm schon, doch, tu doch was! Aber ich, nein, ich kann nicht, ich bin nicht zu gebrauchen. Joe. Oh, er weint. Komm, Joe, du schaffst es. An meiner Seite kämpfen ist besser als gegen mich zu kämpfen. If you can't beat him, join him. Ja, geht doch. So, und weißt du, was noch cooler wäre? Wenn ich jetzt meinen Hydrapfel auch noch raushole, dass wir mit beiden Hydrapfeln gegen dieses Terrapagos ankämpfen. Findest du nicht auch? Maike, also gut. Ich kämpfe mit. Mensch, du hast echt Zeit gelassen. Jetzt liegt's an euch beiden. Los, tut es. Ja, ich tue ja schon. Es kann nur ein bisschen dauern. So, Top-Beleber, weil sowieso Ende des Spiels kann die verschwinden. So, und das killt uns. Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, super, überlebt das. Sirup-Bombe, wie viel Damage? Ist ja gar nichts, Kumpel. Das ist ja gar nichts. So, aber hier kann man jetzt nochmal den Kontrast sehen zwischen dem normalen Hydrapple und dem Shiny. Ja, scheinbar machen wir heute eine Überlänge für dieses Terrapagos. Was mache ich jetzt in der Attacke? Was war jetzt das Beste? Sirup-Bombe? Nein. Wenn es bei ihm nicht schon so, nicht so viel Damage macht, dann mache ich es nicht. Ich glaube, ich mache nochmal den Launen-Laser. Ich versuche das nochmal. Und ich darf anfangen! Bam!
Na okay, beim ersten Angriff nicht. Aber ich weiß, kann ich nochmal versuchen. Vielleicht kämpfen da alle Köpfe mit. So wie bei ihm jetzt im Drachenstrahl. Oh, er bufft mich! Danke! Ha. Nett von dir. Nur leider war ich schneller. Wärst du schneller gewesen, wäre es cooler gewesen. Aber solange ich jetzt überlebe, ist es nicht schlimm. Gut. Riskiere ich es jetzt? Riskiere ich es jetzt? Nein. Doch. Doch. Komm! Ich riskiere es! London Laser! Ich treffe dich. Ach. Doch, doch, ich treffe. Ich treffe. Ich treffe. Aber wie ich treffe? Aber ich mache immer noch kaum Damage. Was soll das? Komischer Verstand, Hydrapfel und nicht wie Hydrapfel in Klammern Partner oder irgendwas anderes. Das wirkte gerade so, als wäre es meins. Weird. Auf jeden Fall, ja, das war's mit unseren Äpfelein. Und Joe, ich hoffe doch sehr stark, dass du auch deine anderen Pokémon noch dabei hast. Und ich dich jetzt wieder alleine kämpfen muss. Ist das? Habe ich recht? Hast du noch andere Pokémon dabei? Ja? Hast du? Ja, Dragoran. Mein Gott. Finally! Finally! Hier haben wir hier mal ein paar Teammates! Donner! Und es trifft sogar! Aber egal, was wir einsetzen, irgendwie machen wir nicht viel Damage. Aber die Paralyse ist geil! Die Paralyse ist richtig nice! Blutmond kickt nochmal richtig rein! Naja, okay, ich glaube, es ist komplett egal, was man einsetzt. Man muss einfach nur Attacken einsetzen, glaube ich. Aber gleich haben wir es besiegt, aber mich hat es gleich leider auch besiegt, also nicht gut. Gar nicht gut. Boah, verdammt, ja, Erdkräfte schätze ich. Ja, der Donner trifft nochmal. Alright. Vielleicht haben wir Glück und es ist gleich der Paralyse-Status drin. Da kann ich nochmal einen Blutmut einsetzen. Komm schon. Oder es greift das andere an. Ist der Dragoran? Nein. Okay. Na gut. Schade. Aber hey, nicht schlimm. Nicht schlimm. So, Takoko! Wie wär's, wenn du nochmal herausguckst aus deiner Schale und mal ein bisschen hier mittelst, na? Wie gefällt dir das? Sogar nochmal crystallizen. Oder auch auf Deutsch Terra kristallisieren. Oder heißt nicht auf Englisch auch Terra Crystallize? Ach, keine Ahnung. Wen juckt's? Was mich juckt, ist, dass Terrapagos hier endlich aufhört. Denn jetzt gerade wirkt es wirklich wie ein Bösewicht. So ein süßes Pokémon kann doch nicht böse sein, oder? Da stimmt was nicht. Wie, das Schild ist nicht gebrochen? Wow, haben wir Pech. Vor allem, dass die Paralyse nicht einmal reinkickt. Doch, Schild ist gebrochen. Okay. What? Noch ein Schild? Oder? Was? Anscheinend ist es nun nicht mehr imstande, Energie zu absorbieren oder eine Barriere zu erzeugen. Das ist die, was? Los, ihr beiden, macht es fertig! Ihr habt meine Erlaubnis! Okay, ich weiß nicht, was ich sagen wollte, aber okay! Jetzt! Oder nie! Besieg! Ist Terrapagos. Ach, komm schon, eine extra Runde willst du noch? Aber es trifft ja nicht mal. Also mich trifft es nicht. Denn Takokro hört nur mal auf mich. Und lässt sich davon nicht treffen oder auch beeinflussen. So, Kumpel. Es ist vorbei. Bam. Hey Joe, du hast es besiegt. Du hast den letzten Shot gemacht. Zack. Der süße kleine Hut ist kaputt. Und das ist in seiner Mindform. Ja, es lässt sich vielleicht in einen Ball buxieren. Bei dir wird das sicher funktionieren. Du schaffst das! Hey, ich soll's fangen? Cool, danke. Okay, worin wollen wir es fangen? Was wäre denn ein cooler Ball für das kleine Ding? Ich glaube, können wir jetzt wirklich egal welchen Ball aussuchen. Also nimm keinen Meisterball, Leute. Ich habe jetzt 3 Stück davon, Leute. Nimm davon keinen. Das wird sich, denke ich mal, nicht lohnen. Ich glaube, der Simperball wäre am coolsten, oder? Oder vielleicht ein blauer Ball? Der Tauchball wäre auch nice. Ich mach den Tauchball. Der passt von den Farben her am besten, finde ich. Also, nimm ihn an!
und werde meins. Ding! Okay, vielleicht passt er doch nicht. Egal, doch, passt. Sieht lustig aus. Ist ein alberner Ball-Fan. Legendäres, extrem starkes, in der Lore zumindest, Pokémon. Puh. Meisterball leider verschwendet. Ich kann dir gerne meinen geben, Joe. Ist es vorbei? Sind alle unversehrt? Und was mit ihnen? Ja, mir ist nichts passiert. Meinetwegen wurdet ihr in solch eine Gefahr ausgesetzt. Es tut mir unendlich leid. Das sollte es auch! Sie sind so besessen von ihrem Terrakristallkram, dass sie komplett vergessen haben, sich wie eine Erwachsene zu benehmen. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Du hast vollkommen recht. Ich hab's auch verbockt. Die ganze Zeit habe ich dich bewundert, Maike. Ich habe davon geträumt, genauso zu werden wie du. Ich wollte immer der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Aber ich war zu besessen davon. Ich werde es nie schaffen. Das ist mir jetzt klar geworden. Endlich kann ich aufgeben. Du warst doch spitze. Sei einfach du selbst. Aber ich... Mensch, du bist aber auch ein kleiner Dummkopf, Bruderherz. Ich meine, bist jetzt ehrlich. Das Ganze muss euch große Angst erjagt haben. Aber ihr habt ja alle so hell gestrahlt wie ein Terrakristall. Und es ist uns sogar gelungen, Terrapagos zu fangen. Auch wenn das am Ende dann doch Mike übernehmen musste. Jedenfalls sind unsere Untersuchungen zu 0 damit abgeschlossen. Lasst uns zur Blaubeerakademie zurückkehren. Damit geht der DLC zu Ende, aber nicht das Abenteuer. Das hat noch ein paar Folgen in sich. Ah, endlich wieder daheim! Ich soll der Senora Sagara Bescheid geben, aber soll ich zuerst den Verlag kontaktieren? Maike! Ich hab den Leuten aus der Liga AG eine Menge Ärger bereitet. Mann, ich war so ein Idiot. Ich muss mich bei ihnen entschuldigen. Und bei dir auch, Maike. Es tut mir leid. Meinst du, könnten wir... Was? Nochmal bei Null anfangen? Nee. Wir fangen da an, wo der DLC aufgehört hat. Und wieder Freunde werden? Dazu soll ich ja. Hey! Was rollt ihr total so rum? Ist die Grafik echt schön in der Cutscene? Und hey, der Trainer hat Expressions. Also da kann man nicht meckern. Das war einfach schön. Aber, wie fandet ihr eigentlich die DLCs? Kitakami, der erste DLC, und Blaubeerakademie, der zweite DLC. Oder auch Teal Mask und diese Indigo Blue Disc. Ja, wie fandet ihr die DLCs? Den ersten DLC, muss ich sagen, fand ich ein Stückchen besser. Das hatte einfach viel mehr Story. Es gab nur diese beiden Characters, Hannah und Joe. Man hat viel über die gelernt, viel über Kitakami gelernt. Allgemein, der Ort war viel interessanter. Hat mir sehr gefallen, war ein... total mit. Also wirklich, der erste DLC war total mit. War voll in Ordnung, aber war jetzt auch nicht krass. Also für den Preis war... Also der Preis, erstmal voll weg. 35 Euro, nein, nicht wert. Das war aber von Anfang an klar. Trotzdem, der erste DLC war nice. Hat mir gefallen. Der zweite DLC jetzt hier, Blaubeer kann ja alles. Ich muss wirklich sagen, die Kuppel im Trailer sah sie echt super krass aus. Ich dachte mir so im Trailer, boah, das wird richtig interessant. Jetzt spiele ich das und denke mir, ja, okay, ich renne 10 Minuten im Kreis und dann habe ich schon alles erkundet, mehr oder weniger. Mehr gibt's nicht. In Kitakami haben die zumindest so cool eingebaut, dass man immer, jetzt musst du zum Kristallsee, jetzt musst du nach ganz rechts, jetzt musst du in den Wald, jetzt musst du nach da oder so. Damit man sich mal die Map anschaut und jeder Ort wichtig in der Story ist. Und hier, ja, es gibt 4 Orte, I guess. Da musst du gegen einen Trainer kämpfen und ein paar Herausforderungen machen, die nicht
nichts damit zu tun haben, die Gegend zu erkunden, nicht wirklich. Das fand ich halt echt schade. Das hat halt wirklich das Gameplay sehr runtergezogen, finde ich. Die Characters hier im zweiten DLC, die ganzen Top-4-Liga-Typen, die fand ich alle cool. Die mochte ich. Also im Trailer dachte ich mir, boah, interessiert mich kein einziger von denen. Sind alle lame, juckt mich nicht. Ja, so ich gespielt habe, doch, die sind alle echt cool. Also der Trailer lügt einen immer an, Leute. Denkt dran. Ja, auch wenn man sie gerade sieht, die Alola und Gala-Form, die man hier gesehen hat. Das fand ich cool, dass sie hier waren. Das fand ich echt cool. Das System mit dem BP, statt dass man wirklich eine Story hat, hat man einfach nur, das Game ist einfach nur, ja, fang Pokémon, fotografier Pokémon, besieg Pokémon, kriegst Punkte, mit den Punkten kommst du weiter. So, weiß ich nicht, also. Das sollte so ein Standardding sein, aber nicht DLC-exclusive spannender Moment in dem DLC. Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach, ich finde es einfach lame irgendwie. Das war auch sehr Let's Play unfreundlich und ihr habt auch gemerkt, das sind jetzt so ein paar Folgen gewesen. Vielleicht 10 Folgen jetzt oder so? Ich weiß gerade nicht genau. Die DLC ist schon vorbei. Das war's schon. Kitakami ging viel länger. Aber okay, wie gesagt, es gibt noch ein paar Dinge, die wir machen müssen. Und zwar können wir noch ganz viele Legis fangen, indem wir den Pokédex voll machen, damit Gemma nochmal sprechen. Außerdem muss ich noch die ganzen BP sammeln, diese ganzen Punkte, damit wir im Liga-Club alles freikaufen können. Also das werdet ihr bei mir auch noch sehen. Ansonsten könnt ihr auf Twitch vorbeischauen. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Pokémon streamen, falls euch das hier interessiert. Falls ihr bis hier geguckt habt, dann wird sich ja wahrscheinlich interessiert. Deshalb, ne? Aber ja, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren da lassen, wie ihr nicht nur diesen DLC, sondern den generellen DLC fandet. So, und jetzt noch, fand ich diesen DLC besser oder schlechter als den von der letzten Gen? Also, der letzten Gen, das war ja mit Wulauso und diesem Corona-Ding, dieses Kronenvieh, ihr wisst, was ich meine. Mit den beiden Pferden. Das war ja der DLC aus Schwert und Schild. Und ich muss ehrlich sagen, ich hasse Schwert und Schild. Aber der DLC war da irgendwie besser? Lass es mich erklären. Ich fand das Gameplay, das allgemeine Gameplay im DLC von Schwert und Schild besser als das Gameplay hier von Scarlet Violet. Aber alles andere, Achievement Schild, hallo. Aber sowas wie, die Characters waren hier so viel besser in diesem DLC. Und Story war hier viel besser. Aber das Gameplay selber, das was ich hier in der Hand habe und spiele, nicht nur war der Preis weniger bei Schwert und Schild, sondern einfach hatte ich da mehr Spaß drin. Wisst ihr, was ich meine? Naja, wie auch immer. Hidden Treasure of Era Zero for Pokémon Scarlet. Yeah. Trotzdem, guter DLC, viel zu teurer Preis. Dabei bleibe ich jetzt erstmal. Das war der Schatz von Zone 0. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Bis dann.